Was ist eigentlich eine Karies und wie entsteht sie? Herzlich willkommen zu Dentalquickies, Zahnwissen kurz und schmerzlos. Jeder kennt sie, jeder fürchtet sie, die Karies oder das berühmte Loch im Zahn. Und Karies gehört natürlich auch zu den zwei häufigsten Zahnverlustursachen und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du verstehst, was das ist und warum du etwas dagegen tun solltest. So, was ist das jetzt genau? Eine Karies ist mikroskopisch gesehen erstmal eine Auflösung der Kristallgitterstruktur bzw. das Herauslösen von Mineralien aus dem Zahnschmelz bzw. aus dem Dentin. So, warum sollte sich jetzt aber überhaupt die Kristallstruktur auflösen? Ganz einfach. Bakterien, die zum Beispiel Zucker verstoffwechseln, produzieren Säuren mit einem sehr niedrigen pH-Wert und das können sie besonders dann, wenn die sogenannte Plaque, also der Zahnbelag, sich immer weiter organisiert, immer dicker wird und ja, wenn dann die Bakterien irgendwann gut genug geschützt sind, können sie über einen langen Zeitraum hinweg einen pH-Wert von unter 5,5 herstellen. Und das ist die Grenze, wo der Zahnschmelz quasi aufgibt und wo er dann nicht mehr dagegenhalten kann. Das heißt, selbst der sehr, sehr harte Zahnschmelz, der normalerweise 60, 70, 80 Jahre stabil bleibt, wird dann durch die Säure aufgelöst. Und wenn man die Plaque dann nicht entfernt, führt das irgendwann von einer Demineralisation über ein richtiges Loch bis hin zum kompletten Verfaulen des Zahnes, weil die Zahnoberfläche einbricht und dann die Bakterien in den Zahn reingehen. Und dann geht es so richtig schnell vorwärts und dann wird das Loch immer größer. So. Und dann hilft es einfach nur noch, dass man diese Karies wirklich sauber entfernt, dass man das gesamte infizierte Material sauber macht. Das nennt sich dann Exkavieren und dann muss eine vernünftige und dichte Füllung in den Zahn gebracht werden. So, und dann kann im Prinzip die Karies nicht mehr weiter fortschreiten. Wenn man nichts macht, geht die Karies eben bis zum Nerv und irgendwann kriegt man dann eben die berühmten Zahnschmerzen. Und genau das ist der Grund, warum es so wichtig ist, zweimal im Jahr zur zahnärztlichen Kontrolle zu gehen. Denn im Frühstadium ist eine Karies um einiges einfacher zu behandeln, als wenn sie schon ganz, ganz tief ist. So, und jetzt die Frage, gehst du regelmäßig zur Kontrolle? Und wenn ja, wie oft? Schreib mir das doch mal unten in die Kommentare. Und wenn du der Welt zeigen willst, dass Zahnpflege wichtig ist, dann zeig das mit deinem Daumen nach oben und ich sehe euch im nächsten Video. Liebe Grüße, euer Doc Helker.